Das ist also mehr als irgendwelche Bücher, sondern alles als Originalzahlen. Und dann haben wir mal als Spaß in Anführungszeichen, ist natürlich eine harte Arbeit, die einzelnen Beteiligten am Wirtschaftsprozess untersucht, und zwar die Finanzierungssalden. Saldo bedeutet also, ich rechne plus minus aus über einen bestimmten Zeitraum und gucke, was da rauskommt. Das bedeutet also, wir haben hier private Haushalte, ist die blaue Kurve hier oben. Und das bedeutet, ich habe im Jahr 1991, ist die erste dünne Linie, liegt die blaue Kurve hier oben, also ungefähr bei 75, 80 Milliarden Euro. Das sagt aus, im Jahr 1991 haben die privaten Haushalte eine Zunahme ihres Vermögens um 80 Milliarden Euro gehabt. Und da sehen wir, wie wir das vielleicht schon erwartet haben, die privaten Haushalte liegen immer im Plus. Im Saldo, Geldmenge in Deutschland ist das, im Saldo in Deutschland werden die privaten Haushalte immer reicher. Jedes Jahr haben die Zuwachs. Und neuerdings haben sie noch viel mehr Zuwachs, als sie vor vielen Jahren Zuwachs gehabt haben. Ja, das ist ziemlich logisch. Was man noch sieht, ist zum Beispiel der Staat. Der Staat ist das hier. Und das sehen wir, der Staat ist immer im Minus. Der Staat macht jedes Jahr Schulden. Hier macht er so viel Schulden, hier macht er ein bisschen mehr Schulden. Wenn man ein Jahr hat er Plus gemacht. Wer weiß das, was das war? Im Jahr 2000 hatte der Staat eine Rieseneinnahme. UMTS-Lizenzen, ne? Das war so viel, dass der Staat ins Plus gekommen ist. Dann hat er wieder Schulden gemacht. Hier hat man mal so einen kurzen Konsolidierungszeitraum, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, das war 2007. Und dann ist er wieder ins Minus gerutscht und jetzt fangen wir wieder an, die Schulden etwas zurückzufahren. Was haben wir noch? Wir haben noch das Ausland. Das Ausland hat also überwiegend Plus gemacht, also an Vermögen gewonnen, was aus Deutschland gezogen worden ist. Und seit diesem Jahr, 2001, verschuldet sich das Ausland in Deutschland. Also wir leisten Geld ans Ausland. Und die nehmen das in Anspruch, ne? So wie der Staat. So hat sich also die Rolle von Deutschland international geändert. Was mit der Exportlastigkeit unserer Wirtschaft zu tun. Zum Beispiel, ja. Das ist nicht das Geld im Ausland, sondern der Exportüberschuss. Das hier ist in dem Fall Geld. Na? Geld, was ins Ausland geflossen ist. Ja, es sind Schulden, Verschuldung des Auslandes, ja. Was hier besonders interessant ist, hier haben wir ja finanzielle Sektoren, das sind also die Banken, aber wir haben auch nicht finanzielle Kapitalgesellschaften. Das sind also die großen Unternehmen. Aktiengesellschaften, GmbHs und so weiter, und nicht finanzielle Kapitalgesellschaften, das sind nicht die Personengesellschaften dabei, das sind Privathaushalte. Das ist interessant, und das sehen wir nämlich hier, dass die sich hier verschuldet haben. Das sind ja die Investitionskredite. Ne? Sie müssen ja also zur Bank gehen, um investieren zu können. Seit dem Jahr 2003 wird der Saldo zunehmend positiv. Die typischen Kapitalgesellschaften in Deutschland haben inzwischen so viel Geld, dass die durch die Kredite nicht mehr an Schulden kommen. Im Saldo, ne? Das ist natürlich nicht jeder einzelne Betrieb, sondern im Saldo. Im Saldo haben die also einen Wertzuwachs. Während die hier am Investieren waren, sind die hier überwiegend an Geld einnehmen. Weshalb wir die Grafik überhaupt gemacht haben, da gibt es in der Mitte eine Linie, das ist der Saldo über alle Beträge. Das sind diese erdfarbenen Kreise. Und die stammen nicht aus der Statistik. Die anderen Zahlen sind alle aus der Statistik. Aber man kann jedes Jahr den Saldo bilden über alle diese Beträge und stellt fest, das ist Müll. Das ist die Weisheit, Summe aller Schulden und Summe aller Guthaben ist immer gleich. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ja? Wenn wir also jetzt sagen, wir wollen Schulden abbauen, wie machen wir denn das gleich? Kann jeder eins zu eins beantworten, wie wir das machen, dann muss man Guthaben beseitigen. Ja? Also Schulden beseitigen heißt Guthaben beseitigen. Man muss sich dann bloß noch die Nasen raussuchen, denn man die Guthaben wegnehmen muss. Das ist die allereinzige Möglichkeit, um Schulden abzubauen. Der Sinn der Folie besteht darin, zu zeigen, dass es wirklich Müll ist. Summe aller Guthaben ist gleich Summe aller Schulden.
Und das kann man also Statistik, indem man sich offen zu einer Statistik hernimmt, wenn man die vollständig verfolgt, kommt das wirklich raus. Ja, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man sich machen muss. Ich mache das noch ein Stück weiter. Hier sind nochmal genannt die Voraussetzungen. Vorhin hat das mal jemand angesprochen, dass es natürlich Voraussetzungen gibt für die Geldschöpfung. Erste Voraussetzung ist, die Bank muss eine Bank sein, also eine Banklizenz haben. Ich muss Personen haben, die fachlich qualifiziert sind, damit sie anerkannt werden, genau wie bei einer anderen Firmengründung auch. Bloß, dass ich eben da eine staatliche Anerkennung als Lizenz, damit ich die Banklizenz bekomme, brauche ich eine staatliche Anerkennung, so viel wie für manche andere Sachen auch. Also ich muss auf alle Fälle die 5 Millionen haben. Bei uns ist das also ein Mindestanfangskapital von 5 Millionen. Außerdem müsst ihr auf ihre bewerteten Geschäftsrisiken, ist der formale Begriff, also im Wesentlichen auf die Kredite, eine gewisse Quote an Eigenkapital vorhalten können, also nachweisen können. Mit dem Mindestanfangskapital von 5 Millionen kann ich nur einen begrenzten Umfang an Krediten erzeugen. Und wenn ich mehr Kredite erzeugen will, brauche ich mehr Eigenkapital. Eigenkapital, ja. Ja, das Mindestanfangskapital ist ja Eigenkapital. Das heißt, die Leute, die Bank gründen, müssen insgesamt 5 Millionen Eigenkapital nachweisen können, was sie haben, was sie verfügbar haben. 5 Millionen brauchen sie nicht, sozusagen als Spielgeld, damit sie überhaupt arbeitsfähig sind. Dann kann man 12-mal mehr Geld ausleihen, als man eigentlich hat. Also das kann man heutzutage nicht mehr so fix sagen, weil es die bewerteten Geschäftsrisiken sind. Das kommt auf die Art und Weise des Kredits an, wie risikobehaftet der ist. Und dann wird er mit einer Prozentquote bewertet und dann werden die prozentgerecht zusammengezählt. Und da sind manche Kredite, müssen zu 100% mit den 4% Eigenkapital hinterlegt sein, manche nur zu 50%, manche nur zu 20%, sodass das von Bank zu Bank verschieden ist, welche Art von Krediten die rausgeben. Und die muss also zahlungsfähig sein. Und dann gibt es eine ganze Menge Verordnungen, insbesondere in diesem KWG, Kreditwesen, Kreditgesetz, umfangreiches Werk. Wer das wissen will, wie eine Bank funktioniert, sollte in erster Linie dieses Gesetz lesen. Und das sind also die bankseitigen Voraussetzungen und dann braucht sie natürlich immer einen Kreditnehmer. Jemand, der sagt, ja, guten Tag, ich möchte mich gerne bei Ihnen verschulden. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber es ist der einzige Weg, damit dieses Geld wirklich in Umlauf kommt. Ne? Also wenn eine Bank sich Sachwert kauft. Die Bank kann nicht für sich selber Geld schaffen. Das müssen die Leute mitbringen, die Bank gründen. Das, was ich vorhin gesagt habe, die Geldschöpfung findet immer zugunsten anderer Personen statt, nicht zugunsten der Bank. Aber eine Bank kann sich zum Beispiel ein Grundstück kaufen, das Geld aus dem Nichts schaffen, was sie dem Verkäufer gibt, und das Grundstück sich in ihre Bilanz schreiben, na, und dann ist das auch Eigenkapital. Und das ist das, was wir zum Teil als Problem haben heutzutage, wenn es denn Unternehmen also so gut geht, dass sie in Wirklichkeit keine Kredite mehr aufnehmen brauchen und wir aber Geld brauchen im Umlauf, damit die Wirtschaft funktioniert, dann muss es immer genügend Leute geben, die sich verschulden. Wenn es dann nicht genügend Leute gibt, dann muss es halt der Staat machen. Ne? Das muss man auch im Hinterkopf haben. Wenn wir sagen, wir fahren die Staatsverschuldung zurück, dann ist es zwar gut, machen wir nicht mehr so die Zinsen bezahlt von unseren Steuergeldern, aber dann vermindert sich die Geldmenge. Geldmengenverminderung ist eine ganz gefährliche Sache. Die Japaner haben das mal einreißen lassen, dass sie zu wenig Geld hatten und dann kommt es in eine sogenannte Deflationsspirale. Das heißt, das Gegenteil von Inflation ist Deflation, komme ich auch nochmal drauf. Das heißt, Inflation bedeutet, ich will mir ein Auto kaufen und ich weiß, oder eine neue Schrankwand und ich weiß, wenn ich dann noch ein halbes Jahr warte, dann kostet es sonst so viel mehr. Dann kaufe ich es vielleicht lieber Fleisch. Deflation bedeutet, ich will mir eine Schrankwand kaufen und ich weiß genau, die kostet so und so viel. Wenn ich mal ein halbes Jahr warte, ist sie auf alle Fälle billiger. Dann kann ich mich darauf verlassen, was mache ich? Ich lasse das Geld liegen und warte, bis es billiger wird. Deflation ist der Zustand, wo Leute sich das Geld ausgeben und immer mehr abgewöhnen. Das ist die Situation, die haben die in Japan, ich glaube, seit 15 Jahren inzwischen, kommt da einfach nicht raus. Die fluten also die Wirtschaft mit Geld. Es gibt man kann Kredit kriegen ohne Ende, aber es nimmt niemand Kredit auf, weil sie alle sagen, wozu war ich das? Ich war einfach nicht besser. Aber das muss man sich also überlegen bei Schuldenbegrenzungen. Hier nochmal der Hinweis, es wird nichts verbraucht, dann machen wir mal die Diskussion haben mit dem Nichts. Und jetzt möchte ich aber unbedingt nochmal drauf kommen zu der Rückzahlung.
Das heißt, wir haben jetzt diese Situation von vorhin, da hat ja das Guthaben gerade eben gewerbt bekommen und das Schuldenkonto. Und da wurde also das Guthaben näher ausgeben, sonst hat er keinen Kredit aufnehmen brauchen. Und damit ist erstmal bei Ihnen alles in Ordnung, außer dass er ja irgendwann, je nachdem, was er vereinbart hat mit der Bank, sich irgendwoher wieder Guthaben beschaffen muss und muss es den Kredit zurückzahlen. Das weiß jeder. Wichtig ist, es gibt immer mal Leute, die sagen, ja, da braucht er ja mehr Geld, als vorher geschöpft worden ist. Das ist das Wichtige an dieser Folie, dass man sich mal verdeutlicht. Wenn der Kunde, der Kreditkunde anfängt, seine Kreditschulden zu tilgen, dann zahlt er also den Tilgungsbetrag nicht an die Bank, obwohl die Überweisung natürlich in Wirklichkeit an die Bank geht, wenn ich die ausstelle. Aber innerhalb der Bank geht es nicht an die Bank, das Geld wird nicht Besitz der Bank, sondern es wird auf dieses Konto eingezahlt, was damals gebildet worden ist, also den Kredit aufgenommen hat. Und jeder Euro, der hier eingezahlt wird, was passiert damit? Da wird hier gebucht. Wenn ich zum Beispiel hier noch eine Restschuld habe von 100 Euro, Schulden, und ich zahle auf dieses Konto 100 Euro ein, sauber verdientes Geld, was passiert? Das Konto ist anschließend Null. Ne? Die 100 Euro, die ich dort einzahle, treffen sich mit 100 Euro Schulden, vereinigen sich praktisch wieder, so wie das mal geplant worden ist. Was übrig bleibt, ist genau das, was ich ursprünglich mal hatte, wo das Geld entstanden ist, nämlich nichts. Bei der Tilgung verschwindet das Guthaben zu nichts, wenn es sich mit den Schulden trifft. Das ist wie Materie und Antimaterie. Das ist die Tilgung. Aber es gibt außer der Tilgung noch was anderes, nämlich den Zins, was ich in meinem Kreditvertrag damals reingeschrieben habe, was die Bank als Gebühr dafür bekommt, dass sie mir den Kredit gewährt. Und das ist Geld, was überhaupt nicht hier landet, sondern das wird Eigentum der Bank. So wie wenn ich mich in den Friseursalon setze und lasse mir die Haare schneiden, muss ich anschließend Geld bezahlen, das gehört anschließend dem Friseur. Und wenn ich zur Bank gehe und lasse mir einen Kredit geben, dann muss ich den zwar tilgen, das hat aber mit der Bank eigentlich nichts zu tun, aber ich habe mit der Bank eine Gebühr für die erbrachte Leistung, ganz egal, ob die gerecht oder ungerecht ist, habe ich vereinbart und das anschließend besitzt der Bank. Nur hat die Bank dann einen großen Keller, wo die ganzen Zinsen reinfließen, sondern was macht die Bank damit? Die bezahlt damit ihre Mitarbeiter, ihre sonstigen Unkosten und so weiter. Das heißt, der Zins ist also mitnichten Geld, was irgendwo verschwindet, sondern das ist Geld, was die Bank braucht, um ihre Unkosten zu bezahlen. Und wenn davon noch was übrig bleibt, wird sie das als Gewinn an ihren Besitzer ausschütten. Zins ist also Geld, das nicht aus dem System verschwindet, sondern im System verbleibt, so wie jede andere bezahlte Leistung auch. Der Friseur wird also das Geld, was er von mir bekommt, wieder ausgeben, genauso wie der Bäcker auch bleiben. Und genauso gibt die Bank ihre Einnahmen, ihre Zinseinnahmen wieder aus. Das heißt, für die Tilgung des Kredites habe ich ganz genauso viel Geld, wie bei der Krediterteilung entstanden ist. Der Betrag ist genau der gleiche, das Guthaben und die Schulden. Und die Zinsen, die ich zusätzlich brauche, die bleiben im System und gehen da weiter im Kreis. Ich kann also mit 100 Euro 1 Million Zinsen bezahlen und wenn ich das immer der Bank gebe, die gibt das wieder aus, ich schaffe das irgendwie wieder und nehme wieder die 100 Euro und wieder die 100 Euro. Außer wenn ich Geld benutze, um zu tilgen, dann ist es weg. Wo kommt das dann her, das Geld, was als Zins an die Bank fließt? Das ist die gleiche Frage wie, wo kommt das Geld her, wenn ich mich in den Friseursalon setze und muss anschließend den Friseur bezahlen. Das ist genau das gleiche Geld. Also das ist Geld, was in der Zirkulation sich befindet. Ja, und von irgendwo einer anderen Bank vorher schon mal geschöpft worden. Ja, oder von der gleichen, ist egal. Darüber machen wir uns ja keine Gedanken. Ne? Also wenn ich jetzt von meinem Konto 100 Euro abhebe als Bargeld, und setze mich damit im Friseursalon, da mache ich mir auch keine Gedanken dran, wer das Geld mal irgendwo geschöpft hat. Aber das muss jemand geschöpft haben, das stimmt. Sonst wäre es nicht da. Jetzt wollte ich noch eine kleine Frage. Die Menge des Geldes und des Kredites, was die Bank schöpfen kann, ist maximiert durch die Einlagen, die sie haben muss. Nee. Durch das Eigenkapital. Durch das Eigenkapital, ja. Das stimmt. Ja. Das ist aber in Wirklichkeit kein Limit.
weil die Bank sehr dynamisch ist, was sie sich alles gut schreiben kann in ihren Büchern, was als Eigenkapital zählt. Da werden also, so wie die Eigenkapitalforderungen erhöht werden an die Bank, werden auch gleichzeitig die Kriterien aufgeweicht, was alles als Eigenkapital zählt. Das ist also ein bisschen Augenauswischerei. Und das darf man auch nicht zu hoch bewerten. Das Eigenkapital der Bank, das wäre jetzt eine lange Diskussion. Ne? Also es wäre auch schädlich, die Eigenkapitalquote der Banken gar zu hoch zu schrauben. Da würde die Macht der Banken noch größer werden. Ich muss auch nochmal fragen, wie die Zins, wo es herkommt. Also wenn ich mir ein ganz einfaches System vorstelle, die erste Bank und der erste Kredit, dann legt meinetwegen 100 Euro Kredit aus. Ja. Wenn ich 100 Euro gut habe und ich kann es zurückzahlen, dann habe ich keinen Zins, den ich zurückzahlen kann. Also muss ich für die Tilgung oder für die Zahlung des Zinses eigentlich einen neuen Kredit aufnehmen? Nein. So setzt sich das eigentlich immer fort, oder? Ja. Haben Sie schon mal einen Kredit aufgenommen? Nein. Na ja, doch. Jeder, der schon mal einen Kredit aufgenommen hat, weiß, dass eine Bank niemals das zulässt. Also mal abgesehen davon, dass ich auch immer ein System habe mit ganz, ganz vielen Krediten und das Problem in Wirklichkeit gar nicht entstehen kann, ne? Weil es immer viele Kredite gibt. Aber wenn ich jetzt das sogenannte Inselmodell, ja, oder oftmals genannt, ich habe eine Insel, auf der Insel gibt es alles außer Geld, dann geht jemand zu einer Bank und lässt sich einen Kredit geben, über, was weiß ich was, 1000 Euro, dann muss sie dann mit 10% Zinsen zurückzahlen und dann zahlt er die 1000 Euro zurück, dann ist der Kredit getilgt. Und dann steht er noch da und es ist kein Geld mehr da für die Zinsen. Ja, das ist das typische Beispiel von diesen Zinsesoterikern. Ne? In Wirklichkeit ist es ja genau umgekehrt. Ne? Ich bezahle eine monatliche Rate an die Bank. Was macht die Bank, wenn die eine monatliche Rate kriegt auf meinen Kreditvertrag? Die guckt als erstes, wie viel ich ihr Zinsen schulde. Immer, jede Bank. Dann nimmt die von dem eingezahlten Betrag so viel weg, wie sie Zinsen zu bekommen hat. Und steckt sich das in die Tasche. Und dann guckt sie, ob noch was übrig ist, ob meine Rate höher war als meine Zinszahlungspflicht. Und wenn sie höher war, dann nimmt sie das als Tilgung und das ist dann weg. Aber die Zinsen, die sich in die Tasche steckt, gibt sie am nächsten Tag wieder aus. Ja? Und wir haben das auch als Folie aus, mache ich jetzt nicht dauernd zu lassen. Das ist ja ein Schneeballsystem. Nee, das hat mit dem Schneeballsystem gar nichts zu tun. Die Zinsen kommen wieder in den Kreislauf. Die kann ich mir wieder beschaffen, dann kann ich meine nächste Rate davon bezahlen. Und wieder die nächste Rate und wieder die nächste. Und wenn ich gar nicht tilge, bezahle ich ununterbrochen Zinsen. Ich bezahle Massen an Zinsen, ohne dass irgendwann Geld verschwindet. Ohne dass irgendwann neues Geld geschöpft werden muss. Die Zinsen gehen immer im Kreis. Die Bank nutzt dann also nur die Zeitdauer zwischen Ausgabe und Rückgabe. Das wäre dann eine gerechtliche. Nur diese Zeitdauer dafür so zu tun, als wenn mehr Geld im Kreislauf wäre, was gar nicht da ist. Ja, das Geld ist da, aber die Bank kriegt es natürlich immer. Wenn von den 100 Euro irgendwas an den Bankmitarbeiter geht, dann ist es sozusagen unmöglich. Wieso? Was macht denn der Bankmitarbeiter damit? Der Bankmitarbeiter geht zum Bäcker und kauft sich dafür Brötchen und anschließend gehe ich zum Bäcker und mache bei dem sauber und kriege dann von dem Bäcker wieder Geld und in Wirklichkeit sind das die Zinsen, die ich mal bezahlt habe. Die gehen immer im Kreis, das fehlt nie. So wie nie das Geld fehlt, was ich beim Friseur bezahlen muss für meine Haare schneiden, so fehlt auch nie das Geld, was ich für die Zinszahlung brauche, weil es nicht verschwindet. Das ist immer dieser Denkfehler. Die Tilgung ist Geld, was verschwindet. Und der Zins ist Geld, was nicht verschwindet. Deswegen hier so auseinanderpräsentiert. Man hat irgendwie die Vorstellung, ich bezahle die monatliche Rate an die Bank und dann ist das Geld weg. Und ich muss der Bank viel mehr zurückbezahlen, als was ich mal geschöpft gekriegt habe. Deswegen diese Folie. Ich bezahle es nicht an die Bank, sondern in der Bank wird es aufgespaltet. Es ist ein Service der Bank, dass die das für mich aufspaltet. In Wirklichkeit müsste ich immer jeden Monat zwei Überweisungen machen. Eine Zinszahlungsüberweisung, Adressat die Bank und eine Tilgungsüberweisung, Adressat mein Schuldenkonto. Normalerweise schreibe ich ja drauf, wo ich das hinüberweise. Ja? Auf welches Konto das gebucht werden soll. Außer bei meiner monatlichen Rate. Da gibt es einfach so ein Pauschalkonto und die Aufteilung macht die Bank. Und deswegen merken wir nichts davon, dass diese Aufteilung stattfindet. Hier kommt der Geldfluss vom Kunde und diese Aufteilung, Tilgung, Zins, macht die Bank intern. Deswegen ist es für uns so verschleiert. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Die Menge wird mehr. Also hatten Sie ja gerade gesagt, die Menge des im Umlauf befindlichen Geldes wird durch den Zins höher. Oder ist das schon wieder überlegt? Nein, eben nicht. Ja, die Menge wird nur in dem Moment höher, wo Geld geschöpft wird. Das ist der Vorgang, den ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich den Kredit vergebe, entsteht ein zusätzliches Guthaben. Hier, das. Das entsteht zusätzlich, was vorhin hier stand.
dann hat sich die Geldmenge erhöht. In dem Moment, wo ich einen Euro tilge, hat sich die Geldmenge wieder um einen Euro vermindert. Wie viel ich in der Zwischenzeit Zinsen bezahle, hat mit der Geldmenge überhaupt nichts zu tun. Zinsen sind zirkulierendes Geld. Davon wird nichts mehr und nichts weniger. Die Zinsen habe ich hier irgendwo bei einer anderen Bank auf dem Konto, überweist die an die Bank. Damit sind das eine mehr oder weniger geworden, die haben bloß ihren Ort gewechselt. Die Bank gibt das wieder aus an irgendwelche Leute. Dann wird es auch nicht mehr oder weniger, das wechselt nur den Ort. Das riesige Kreditgeschäft der Banken ist doch an die Wirtschaft. Ja, trotzdem bin ich dagegen, das Kreditgeschäft zu vermatschen mit dem Wirtschaftsprozess. Das Kreditgeschäft ist nur ein Hilfsmittel, um Zahlungsmittel in den Kreislauf zu bringen. Also vermatschen, also wollte ich nicht. Entschuldigung für das Wort, na, aber das sind zwei voneinander losgelöste Prozesse. Stimmt nicht, ja. In Wirklichkeit, und das ist ja das eigentliche Problem, dass sie sich völlig davon abheben können, dass ich Kreditgeschäfte über Kreditgeschäfte mache, die mit der Realwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun haben, so wie wir das jetzt in der Finanzkrise hatten, eine riesen Aufblähung der Geldmenge, ohne dass überhaupt ein adäquates Wirtschaftswachstum dazu stattfindet. Das ist genau das Problem, was wir haben. Das ist praktisch die Quintessenz aus diesen Zusammenhängen, dass es eben losgelöst voneinander funktioniert. Im Jahr 2007, glaube ich, hatten wir ein Wirtschaftswachstum von ungefähr 12% und ein Geldmengenwachstum von 13,6%. Das hat doch miteinander nichts mehr zu tun. Wir haben 2% Wirtschaftswachstum. Da brauchen wir 2% mehr Geld. Wir haben ein Geldmengenwachstum von 13,6%. Der überwiegende Teil der zusätzlichen Kredite ist nicht für Wirtschaftsprozesse gedacht gewesen, sondern für sonst was. Für Spekulationen. Das ist der Fall, für den ich gesprochen habe. Genau, das ist der typische Fall. Aber hier ist doch der Regelfall. Wenn das eine 2% sind und das andere 13,6%, sind die 2% nicht mehr der typische Fall, sondern der Ausnahmefall. 2% bei deiner Wachstum. Darüber gibt es ja diese 100% Basis des Vorjahres, die eben ein 2% Wachstum reproduziert werden. Ja. Ich habe eine vorhandene Geldmenge und dann findet in dem Jahr ein Wachstum der Geldmenge statt und ein Wachstum der Wirtschaft. Geldmengenwachstum müsste ich 2% haben. In Wirklichkeit habe ich 13,6%, also ein Vielfaches davon. Die zusätzlich aufgenommenen Kredite sind zum überwiegenden Teil für andere Zwecke getätigt worden als für Wirtschaftswachstum. Es gibt eine hoheitliche Aufsicht, das ist einmal die BaFin, das ist also die Bundesbehörde, die sozusagen der Bundesregierung untersteht, eine staatliche Einrichtung, und zum anderen haben wir die Bundesbank, die ja niemandem untersteht, sondern frei entscheidet, aber eben auch ihre Richtlinien hat, wonach sie agieren muss. Und die haben dann als Arbeitsbasis insbesondere das sogenannte Kreditwesengesetz, wonach sich die Banken zu richten haben und dann alle möglichen Rechtsverordnungen dazu, zum Beispiel so eine Liquiditätsverordnung, die also dann festlegt, wie viel Liquidität die Bank nachweisen muss, damit sie noch als arbeitsfähige Bank gilt. Und dann gibt es noch Beratung, zum Beispiel den Basler Ausschuss, nachher kommen ja diese Prozentquoten an Eigenkapitalerlegung, Basel 1, 2 und 3 sind also die verschiedenen Vereinbarungen, die da getroffen worden sind, die zwar keinen Gesetzescharakter, aber einen Richtliniencharakter haben, der sich dann in Gesetzen wiederfindet. Das kenne ich alles, ist mir alles bekannt, nur ich frage mich die ganze Zeit, warum? Warum legt man nicht 10%? Nicht 12, 14%, sondern wie kommt man gerade? Also man muss schon davon ausgehen, dass die Leute, die damit beschäftigt sind, in erster Linie ein Interesse haben, dass das Geldsystem funktioniert. Ja, das ist schon deren Blickwinkel. Auch wenn damit Reiche immer reicher werden als Nebeneffekt, aber deren Hauptblickwinkel, sonst würde das Geldsystem nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Und das ist natürlich dann immer ein Abwägungsprozess, wie viel mache ich praktisch Auflagen an die Bank, damit sie sicherer funktioniert, oder sind es dann zu viele Auflagen, dass ich das Bankgeschäft zu sehr behindere und das dadurch die Geldzirkulation eher problematisch wird. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess für diese Leute und da möchte ich mich nicht hinstellen und sagen, ich wüsste das jetzt besser. Also das meiste, was die Leute entscheiden, ist schon im Interesse der guten Funktion des Geldsystems abgewogen, wobei die natürlich schon im Auge haben, also Interessen gesteuert sind und darauf achten, dass
dass für die Leute besonders gut funktioniert, die das viele Geld haben. Und deshalb gab es in den letzten 20 oder 30 Jahren bestimmte Gesetze von den Politikern gemacht, die von bestimmten Interessengruppen gestrickt wurden, sage ich jetzt mal, mindestens verbal, ja, um zum Beispiel die Finanzmärkte so zuzurichten, wie sie eben jetzt sind. Also es fing an bei Herrn Kohl mit dem Finanzmarktförderungsgesetz, Römisch 1, ging das Römisch 4, Dr. Schröder-Schosch, und die haben alle immer ein paar Schranken und Regelungen weggeschubst, damit es den Banken besser geht, damit bestimmte Sachen sich dann so entwickeln haben, wie sie sich jetzt entwickelt haben. Also das darf man nicht also vorlesen. Ja, wobei da bestimmt manches erwünscht war, ein Interesse der Leute, die halt daran verdienen, ja, und manches sicherlich auch aus dem Ruder gelaufen ist, was sich bei einer oder anderen, der das festgelegt hat, nicht so vorgestellt oder gewünscht hat. Man muss ja natürlich auch sehen, dass es ein gesellschaftliches Interesse daran gibt, denn die Kreditschöpfung, auch wenn sie kurzfristig nur zum Konsumieren gedacht ist, trägt dazu bei, dass das ganze Ding insgesamt wächst. Ja, also Leute wie Wolfgang Fritz Hauke, Helmer Heilfahrt und so, betont immer, dass die Liberalisierung dieses, der Kreditschöpfung schon einen produktiven Charakter hat. Und auch wenn das kurzfristig zum Konsumieren wird. Ich begebe mich heute nicht auf diese Ebene. Der Vortrag heute dient dazu zu verstehen, wie das Geldsystem intern funktioniert. Und das ist genau der Sinn der Sache, dann die richtige Grundlage zu haben, um sowas zu diskutieren. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, ich bin schon ewig über die Zeit. Ich wollte hier noch einmal Begriffe klären. Der Begriff Leihe im Gegensatz zum Begriff Kredit. Leihe bedeutet also, es ist vorhandenes Geld da. Der Helmut kommt zu mir und sagt, kannst du mir mal 1.000 Euro borgen, dann muss ich das Geld haben, dann ist das eine Leihe, so wie wenn ich ein Fahrrad verleihe. Und was ganz anderes ist, wenn eine Bank einen Kredit erteilt, dann ist es praktisch egal, wie viel Geld in der Bank liegt. In dem Moment, wo die einen Kredit erteilt, würde dieses Geld, was sie für den Kredit an den Menschen gut schreibt, neu entstehen lassen. Symbolisiert mit diesem Zauberstab, plups, und da ist es. Typischerweise ist also bei Kredit immer sowas gemeint. Ein irreführender Begriff ist der Begriff Darlehen. Oftmals wird Kredit auch mit Darlehen bezeichnet, obwohl das mit Lehen im Sinne von Leihen eben gerade nichts zu tun hat. Deswegen befürworten wir immer Kredit und Leihe zu benutzen, verbal. Eine Giroeinlage ist also, haben wir vorhin schon mal diskutiert, Geld, was bei der Bank liegt, ganz egal wie viel die Kredite oder sonstige Geschäfte tätig, eine Giroeinlage liegt einfach in der Bank rum. Damit macht die nichts. Das Geld gehört weiterhin dem Inhaber des Kontos. Wenn ich allerdings zu der Bank gehe und mit da einen Geldanlagevertrag mache, dann übergebe ich das Eigentumsrecht an dem Geld an die Bank. Natürlich gegen einen entsprechenden Vertrag. Und in der Zwischenzeit macht die Bank was damit und ich habe keinen Zugriff auf dieses Geld. Hier geht es nochmal um Tilgung und Zinszahlung, haben wir vorhin ausführlich diskutiert. In dem Moment, wo ich eine Tilgung vornehme, verschwindet also Geld in den schwarzen Markt zu nichts, indem es sich mit Schulden ausgleicht. Und in dem Moment, wo ich eine Zinszahlung vornehme, ändert das Geld nur den Eigentümer und es wechselt von mir zu der Bank und die Bank wird es dann weiterhin als Geld benutzen. Was etwas umstritten nach wie vor auch bei uns ist es mit den Schuldzinsen und Guthabenzinsen. Den Zins haben wir jetzt gerade besprochen, wo wir also Primärzins dazu sagen, das ist der Zins, der anfällt dafür, dass das Geld geschöpft wird. Alles Geld, was existiert, jeder einzelne Euro, ganz egal auf welchem Konto, bei wem im Portemonnaie, kostet jeden Tag Zinsen, weil er irgendwo geschöpft worden sein muss und auf diesem Kredit Zinsen anfallen, das ist der Primärzins. Darüber hinaus ist es oftmals üblich, das Geld, was schon existiert, wieder in einem Ausleihevertrag weiter benutzt wird, wie zum Beispiel das hier an der Vermögensanlage. Das ist ja schon geschöpftes Geld, wo also jeden Tag Zinsen drauf anfallen, das gebe ich der Bank und dann verwendet die das weiter, da fallen zum Zweifel mehr Zinsen drauf an. Da sagen wir also Sekundärzins dazu. Und völlig unabhängig davon gibt es Guthabenzinsen. Es ist nicht so ganz geklärt, warum es überhaupt Guthabenzinsen gibt. Also Kreditzinsen gibt es schon seit vielen tausend Jahren.
Guthabenzinsen gibt es auch schon in Guthaben. Die sind also auch ziemlich spät eingeführt worden. Ein wichtiger Grund ist, den Banken ist es natürlich lieber, sie haben das Geld bei sich auf dem Konto liegen und müssen dafür Guthabenzinsen an denjenigen bezahlen, als wenn die Leute das alles als Bargeld draußen rumschleppen. Bargeld, erinnern wir uns, bekommt die Geschäftsbank nur von der Zentralbank zulasten ihres Guthabens. Alle Guthaben, die die Geschäftsbank bei der Zentralbank hat, sind im Prinzip Kredite. Da müssen die also jeden Tag Zinsen dafür bezahlen. Das heißt, für jeden Euro, den mir die Bank als Bargeld zur Verfügung stellt, muss die Bank jeden Tag Zinsen an die Zentralbank bezahlen. Alles, was ich bei der Bank liegen habe, als Chiralgeld, habe ich weniger als Bargeld in der Tasche. Da die Bank für das Bargeld bei der Zentralbank Zinsen bezahlen muss, ist der das lieber. Sie hat das Geld als Chiralgeld, als ich auf dem Konto liege. Das ist eine. Begründung ist ein ausführliches Thema, was noch nicht zu Ende geklärt ist. Es ist abzusehen, dass das wieder weniger wird. Man sieht das ja auch, ne? Dass die Guthabenzinsen immer weniger werden. Das hat was mit dem Zentralbankgeld zu tun. Also Geld ist praktisch immer eine Verbindlichkeit der Bank gegenüber der Nichtbank. Ne? Wenn ich Geld bei der Bank liegen habe, habe ich eine Verbindlichkeit, also die Bank schuldet mir sozusagen Geld, was bei mir liegt. Es existiert ausschließlich auf Konten bei der Bank oder als Bargeld beim Kunden in der Tasche. Eine andere Existenzform gibt es nicht. Zentralbankgeld, genau das gleiche, existiert ausschließlich auf den Konten, auf den Festplatten bei der Zentralbank. Andere Existenzform gibt es nicht, außer Bargeld. Das sind nochmal formal die Geldarten. Die Geldmenge M1 wurde vorhin schon mal angesprochen, ist also das Bargeld in den Sichteinlagen. Das Bargeld kommt ursprünglich von der Zentralbank. Die Sichteinlagen werden prinzipiell bei Geschäftsbanken aus dem Nichts geschaffen. Und Bargeld kann man nur gegen Sichteinlage bekommen, wenn man also schon Guthaben hat. Wenn ich darüber hinaus das Geld länger festlege, das ist also Bindungsfrist kleiner gleich 3 Monate, ist also das typische Sparbuch. Und Termineinlagen bis 2 Jahre zählt als M2, ist so, will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Dann gibt es die Geldmenge M3, wo man unter immer annimmt, das ist nachher das ganze Geld. Da sind also dann alle möglichen Sachen dabei, die dann schon kein richtiges Geld mehr sind. Trotzdem ist das nicht alles Geld, sondern es gibt darüber hinaus auch Geld, was dann länger als 2 Jahre ist. Schuldverschreibungen länger als 2 Jahre. Und andere Sachen, und das ist dann das sogenannte Geldkapital. Das ist noch einmal fast genauso wie die Geldmenge M2. Kommen wir mal auf gleich drauf. Was machen denn dann diese Kündigungsfristen überhaupt für den Sinn? Im Hintergrund finden Prozesse mit Zentralbankgeld statt und dafür spielt das eine Rolle. Ah, okay. Also die Bank hat Interesse, möglichst viel Geld von mir anzufangen. Es ist eine Möglichkeit für ein Geschäftsmodell, sich Zentralbankgeld zu beschaffen, indem man Einlagen hereinnimmt. Und es gibt heutzutage immer einfacher andere Möglichkeiten. Insofern hat das eine Bedeutung, wenn die Bank der Sache Bedeutung beimisst. Sie muss es nicht. Das ist jetzt noch eine Statistik über die Geldmengenentwicklung in Deutschland. Da sieht man also diese Aufwärtsbewegung.